Gerade will ich nach meinem Koffer greifen, als sich seine Hand über meine legt und mich davon abhält. Seine warme Haut auf meiner zu spüren, überrascht mich und bringt mich noch ein Stück weiter aus der Fassung, als ich es längst bin. Wir sind nun schon so viele Stunden zusammen, in denen sich eine gewisse asexuelle Vertrautheit zwischen uns ergeben hat. Berührungen gehörten bisher jedoch nicht dazu. Kleine Stromschläge gehen von ihm auf mich über, bis ich meine Hand unter seiner wegziehe und zu ihm aufblicke. Seine grünbraunen Augen durchbohren mich förmlich und ich verliere mich einen Moment darin. Ich weiß nicht, was es ist, aber es kommt mir vor, als könnte er problemlos hinter meine Fassade der Fröhlichkeit schauen. Er versteht offenbar genau, was wirklich in mir vorgeht. Das macht mich verletzlich und schwach. Nichts davon möchte ich sein. Schnell wende ich meinen Blick ab und stolpere los, um wieder ein wenig mehr Distanz zwischen uns zu bringen. Es muss am Jetlag liegen und an der höchst aufwühlenden Umgebung meines Elternhauses, dass ich so heftig auf ihn reagiere. Das ist mir noch nie passiert. Falls Chase es auch gefühlt hat, so ist er ein besserer Schauspieler als ich, denn er sagt nichts, sondern folgt mir mit seiner stoischen Gelassenheit und unserem Gepäck nach oben. Am Ende der herrschaftlichen Treppe verharre ich ein paar Sekunden und atme tief durch, bevor ich zielstrebig auf das einzige Gästezimmer des Hauses zusteuere. Es ist ein weitläufiges Herrenhaus. Jede von uns Schwestern hatte ihr eigenes Zimmer. Granny hatte auch damals schon einen separaten Wohnbereich im Haus, der mehrere Räume umfasste. Erleichtert atme ich auf, als ich das Licht in unserer Herberge für diese Nacht anknipse. Es riecht frisch und sauber und kein beklemmendes Gefühl kommt in mir auf. Das ist gut, sehr gut. Im Notfall hätten wir sonst doch woanders übernachten müssen. Seltsam, dass ich so empfindlich bin. Vor dem Trip hierher hätte ich nie damit gerechnet, dass es mir so nahe geht, unser altes Zuhause aufzusuchen. So, da wären wir, sage ich zu Chase, der meinen Koffer neben dem Bett abstellt. Mit hochgezogener Braue beäugt er mich prüfend. Dein Zimmer? Nein, das Gästezimmer. Wir werden hier schlafen. Chase lacht. Dir ist schon klar, dass euer Haus an die 500 Quadratmeter haben muss. Und wir sollen uns hier in einer Koje zusammenfärchen? Dein Dad würde das so sicher nicht unterschreiben. Ich zucke mit den Achseln. Der muss davon ja nichts erfahren. Lass uns erstmal den Rest ansehen. Viele Möbel wird es hier oben nicht mehr geben. Das meiste ging mit nach Shanghai. Das Sofa unten ist sicher nur bequem, wenn du deine Füße herunterbaumeln lassen willst. Meinen Sarkasmus kann er unmöglich überhören. Mit neuem Mut gehe ich an ihm vorbei und streife durch das Stockwerk. Die Kinderzimmer sind alle bis auf meines leer. Meine Schwestern haben damals darauf bestanden, ihre Einrichtungsstücke und natürlich die Spielsachen mitzunehmen.